Herzlich willkommen im Diakonischen Werk in Peine. Ich bin Bettina May und leite als Kirchenkreissozialarbeiterin hier diese Beratungsstelle. Hier ist unsere Beratungsecke, da finden normalerweise unsere Beratungen statt. Wir haben ein umfangreiches Angebot. Wir bieten an die allgemeine Sozialberatung, die Schuldner- und Insolvenzberatung, die Ehe-Familien-Lebensberatung, die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Kurenberatung sowie Beratung für geflüchtete Menschen. Heute geht es nicht um Beratung, heute geht es um Advent, einmal innehalten, auf dem Weg zu Weihnachten. Advent verbinde ich immer mit Kerzen, mit Tannengrün, mit Plätzchen, mit Keksen, Liedern und Geschichten. Und ich möchte Ihnen eine Geschichte vorlesen. Vielleicht machen Sie sich gemütlich, nehmen sich eine Tasse Tee und lauschen den Märchen von Helmut Wöllenstein. Das Märchen vom Auszug aller Ausländer. Es war einmal, so beginnt das Märchen von denen, die auszogen, weil sie das Fürchten gelernt hatten. Es war einmal etwa 3 Tage vor Weihnachten, spätabends. Über den Marktplatz der kleinen Stadt kamen ein paar Männer gezogen. Sie blieben an der Kirche stehen und sprühten auf die Mauer: Ausländer raus und Deutschland den Deutschen. Steine flogen in das Fenster des türkischen Ladens gegenüber der Kirche. Dann zog die Horde ab. Gespenstische Ruhe. Die Gardinen an den Bürgerhäusern waren schnell wieder zugefallen. Niemand hatte etwas gesehen. Los, kommt, es reicht, wir gehen. Wo denkst du hin? Was sollen wir denn da unten im Süden? Da unten? Das ist doch immerhin unsere Heimat. Hier wird es immer schlimmer. Wir tun, was an der Wand steht. Ausländer raus. Tatsächlich, mitten in der Nacht kam Bewegung in die kleine Stadt. Die Türen der Geschäfte sprangen auf. Zuerst kamen die Kakaopäckchen, die Schokoladen und Pralinen in ihren Weihnachtsverkleidungen. Sie wollten nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie zu Hause. Dann der Kaffee, palettenweise, der deutschen Lieblingsgetränk. Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. Ananas und Bananen räumten ihre Kisten, auch die Trauben und Erdbeeren aus Südafrika. Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf. Pfeffernüsse, Spekulatius und Zimtsterne. Die Gewürze in ihrem Inneren zog es nach Indien. Der Dresdner Christstollen zögerte. Man sah Tränen in seinen Rosinenaugen, als er zugab: Mischlingen wie mir geht's besonders an den Kragen. Mit ihnen kam das Lübecker Marzipan und der Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität, nur die Herkunft zählte jetzt. Es war schon in der Morgendämmerung, als die Schnittblumen nach Kolumbien aufbrachen und die Pelzmäntel mit Gold und Edelsteinen in teuren Chartermaschinen in alle Welt starteten. Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. Lange Schlangen japanischer Autos, vollgestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik, krochen gen Osten. Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen fliegen, auf ihrer Bahn gefolgt von den feinen Seidenhemden und den Teppichen des fernen Asien. Mit Krachen lösten sich die tropischen Hölzer aus dem Fensterrahmen und schwirrten ins Amazonasbecken. Man musste sich vorsehen, um nicht auszurutschen, denn von überall her quoll Öl und Benzin hervor, floss in Rinnsälen und Bächen zusammen in Richtung Nahe Osten. Aber man hatte ja Vorsorge getroffen. Stolz holten die großen deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne aus den Schubladen. Der Holzvergaser war ganz neu aufgelegt worden. Wozu ausländisches Öl? Aber die VWs und die BMWs begannen sich aufzuteilen, aufzulösen in ihre Einzelteile. Das Aluminium wanderte nach Jamaika, das Kupfer nach Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Und die Straßendecke hatte mit dem ausländischen Asphalt im Verbund auch immer ein besseres Bild abgegeben als heute. Nach 3 Tagen war der Schwung vorbei. Der Auszug geschafft. Gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts Ausländisches war mehr im Land. Aber Tannenbäume gab es noch, auch Äpfel und Nüsse.
und Stille Nacht durfte gesungen werden. Zwar nur mit extra Genehmigung, das Lied kam immerhin aus Österreich. Nur eines wollte nicht ins Bild passen. Maria und Josef und das Kind waren geblieben. 3 Juden, ausgerechnet. Wir bleiben, sagte Maria. Wenn wir aus diesem Land gehen, wer will ihnen dann noch den Weg zurück zeigen, den Weg zurück zur Vernunft und zur Menschlichkeit?